Selbstlob ist ja was ganz Verbotenes, aber man muss eigentlich unsere 18 Clubs loben, die wirklich eine ganze Menge geschafft haben, die tatsächlich die Budgets verdoppelt haben in den letzten 5 Jahren. Jetzt sind wir beim Durchschnittsbudget von 4,3 Millionen Euro. Das heißt, insgesamt sind über 76 Millionen Euro im System der Bikovas bei Bundesliga. Und das ist eine ganz große Leistung. Nimmt man dann noch hinzu, dass die Zuschauerzahlen jetzt auch bei ungefähr 4.500 Zuschauern pro Spiel liegen, auch das ist fast das Doppelte zum Vergleich zu 5 Jahren, dann zeigt das, dass wir da eine ganz ordentliche Arbeit machen und dass uns das auch eben von externen Experten bestätigt wird. Das freut uns. Sie haben ein neues Zugpferd in der Liga, den FC Bayern München mit der Basketballabteilung, die neu gegründet worden ist. Ist der Effekt allein auf die Bayern zurückzuführen? Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Effekt und der FC Bayern Basketball nützt uns da sehr, weil er eben natürlich an der Spitze starten möchte, weil er enorme Zugkraft hat und weil er die bekannteste deutsche Sportmarke ist. Das ist gar keine Frage, das nützt sehr. Aber das ist nur ein Teil des Erfolges. Der größte Teil des Erfolges rührt daher, dass die Clubs mit ihren Standards, die wir ihnen aufgegeben haben, sehr, sehr hart gearbeitet haben und dadurch neue Hallen entstanden sind, bessere Sponsoren gefunden worden sind, mehr Zuschauer gewonnen worden sind, das also auch andernorts, wie zum Beispiel in Ulm, wo die Halle, die neue Ratio Farm Arena jetzt doppelt so viel Zuschauer fasst und permanent ausverkauft ist, in Bamberg bei den Brose Baskets, wo man dreimal hintereinander deutscher Meister geworden ist und das Budget auch sehr erheblich gesteigert hat, dass auch an all diesen Standorten sehr gute Arbeit geleistet wird. Und das Zusammenspiel dieser beiden Entwicklungen macht eben den großen Zwischenerfolg aus, auf den wir uns aber nicht ausruhen wollen, sondern den wir zum Ansporn nehmen wollen, noch weiter hart zu arbeiten, um dann eben, das ist ja unser großes Ziel, 2020 die beste Liga in Europa zu sein. Das heißt, die Konkurrenz zum allmächtigen Fußball in Deutschland ist für Sie nicht frustrierend, sondern eher anstachelnd? Nein, also wir beschäftigen uns nicht mit Dingen, die wir sowieso nicht ändern, beziehungsweise auch nur minimal beeinflussen können. Wenn wir feststellen, dass 60 Millionen Deutsche über 14 Jahren sich für Fußball interessieren, dann ist es langweilig, dauernd darüber nachzudenken, wie das vielleicht anders sein könnte. Es ist vielmehr intelligent und effizient, sich darauf zu konzentrieren, was man selbst besser machen kann, wie man selbst mehr Zuschauer gewinnen kann, wie man selbst mehr Basketballfans generieren kann. Und wenn ich sehe, dass wir insgesamt 15 Millionen Basketballinteressierte in Deutschland haben, dann haben wir längst noch nicht jeden von denen angesprochen. Da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns und können noch eine Menge gute Angebote machen. Sie haben neue Sendezeiten bekommen bei Kabel 1 mit 10 Spielen, allesamt des FC Bayern, wenn ich es richtig verstanden habe. Was glauben Sie, welchen Effekt diese zusätzliche TV-Präsenz für die Liga haben wird? Neben den Spielen bei unserem Hauptpartner Sport 1, wo ja 50 Spiele übertragen werden, werden bis zu 10 Spiele bei Kabel 1 übertragen. Und da wird in der Tat am Anfang ein Schwerpunkt auf dem FC Bayern liegen, weil dieses Produkt natürlich jetzt sich erstmal etablieren muss. Und da geht man mit der bekanntesten deutschen Sportmarke voran. Zu einem späteren Zeitpunkt werden da noch andere Teams hinzutreten. Und wir werden da sehr viele hochqualitative Spiele bei Kabel 1 sehen. Und das ist deshalb so besonders bemerkenswert, weil sich da eben um einen sehr reichweitenstarken Sender handelt. Um einen Sender, bei dem wir damit rechnen können, dass auch mal 500.000 oder vielleicht sogar 750.000 Menschen zugucken. Während ja jetzt die zwar sehr ordentlichen Sport-1-Zahlen bei 150.000 Menschen liegen. Das ist eine Quantität, die für einen Spartensender, für einen Sportsender sehr, sehr bemerkenswert und sehr positiv ist, die aber natürlich nicht an das heranreicht, was so ein großer Sender wie Kabel 1 bieten kann. Das ist das, was wir uns davon versprechen und dafür werden wir jetzt alles geben. Beim Handball werden ungefähr 100 Spiele gezeigt. Die DEL erhält 3,5 Millionen Euro für den TV-Vertrag mit Servus TV. Sie haben gesagt, bei Ihnen ist es ein bedeutender Bruchteil davon. Ist das etwas, wo Sie sagen, das sind aber Dimensionen, in die wir langfristig auch hinein wollen? Wir schauen auf uns selbst und ich kann keinen DEL-Deal für uns produzieren und ich kann auch nicht mit der stärksten Handballliga der Welt konkurrieren, sondern ich kann nur auf uns schauen. Und da, finde ich, haben wir die beste TV-Situation aller Zeiten. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das ja noch darum ergänzt wird, dass wir in den Online-Medien viel machen, dass wir BKBBL-TV betreiben, wo Spieltagszusammenfassungen gezeigt werden, auch Spieltagszusammenfassungen von den Vereinen selbst. Und das allergrößten Anklang findet auf YouTube, auf unserer eigenen Plattform unter www.bkbbl.de. Also das sind alles Dinge, die uns sehr weiterhelfen und sehr viel Freude machen. Und dann glaube ich, dass wir auch künftig noch bessere TV-Deals abschließen können, als wir es jetzt schon getan haben. Es wird immer wieder gesagt, dass eine Sportart abseits des Fußballs ein Gesicht braucht oder auch dann mehrere Gesichter, Stars braucht, um sich langfristig zu etablieren. Wie ist Ihre Strategie da? Alle Vereine haben hauptamtliche PR-Verantwortliche und wir geben uns sehr viel Mühe, Geschichten zu kreieren, Stories zu kreieren und auch Persönlichkeiten herauszustellen, von denen wir glauben, dass sie die Menschen begeistern könnten und dass die Menschen sich dafür interessieren könnten oder dass sie etwas zu erzählen haben. Das sind aber alles Prozesse, die nicht von einem auf den anderen Tag geschehen können. Man wird nicht Held an einem Tag und deswegen ist das etwas, was uns die nächsten Jahre immer noch beschäftigen wird. Wir wissen, dass es eine unserer größten Herausforderungen ist.
Gibt es am Sport selber, am Regelwerk noch Möglichkeiten, um das Ganze spektakulärer und aufregender zu machen? Wir können an den Regeln selbst nichts ändern, weil wir darauf angewiesen sind, die Regeln so umzusetzen, wie sie vom Weltbasketballverband vorgegeben sind. Ich finde, dass die Sportart Basketball ist mit diesem Regelwerk schon die attraktivste, die ich mir überhaupt denken kann. Ein langweiliges Fußballspiel, ein schlechtes Fußballspiel ist oft sehr langweilig. Ein schlechtes Basketballspiel, das kommt ja auch gelegentlich vor, wenn auch selten, ist immer noch sehr unterhaltsam und interessant. Wo wir etwas tun können, ist natürlich beim Rahmenprogramm. Und wir können es immer noch besser erklären, denn es ist ein Sport, der sich in den Details natürlich nicht ohne weiteres erschließt. Herr Kummer, vielen Dank. Gerne.